Und damit kommen wir ins Ausland. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es heute zu einem der schwersten Anschläge der vergangenen Jahre gekommen. 90 Todesopfer hat ein noch unbekannter Selbstmordattentäter mit in den Tod gerissen, als er im Diplomatenviertel der Stadt einen Tankwagen voller Sprengstoff in die Luft gejagt hat. Die gewaltige Detonation ereignete sich während des dichten Morgenverkehrs in dem an sich schwer abgesicherten Stadtviertel, wo sich das NATO-Hauptquartier, der Präsidentenpalast und internationale Vertretungen befinden. Die Mehrheit der Opfer sind afghanische Zivilisten. Auch die deutsche Botschaft wurde beschädigt. Für heute geplante Abschiebungen von Migranten aus Deutschland wurden nach diesem Anschlag verschoben. Aber es soll weiterhin Abschiebungen nach Afghanistan aus Deutschland geben.